Freunde, mit ein klein bisschen Verspätung. Top 10 Tabaksorten, meine 10 Lieblings-Virginia-Sorten, also der etwas schwächere Tabak. Top 10 Dark Blend folgt als nächstes Video. Ich habe mir ein Pfeifchen gemacht, nicht wundern, falls ihr das Taucher überhaupt sehen könnt. Ich habe die silberne Taucherverlängerung von der Verity nicht gefunden, deswegen ist jetzt die Taucherverlängerung von der schwarzen Verity drauf, aber funktioniert genauso. Und ich habe mir einen schönen Mix gemacht. Alle drei Sorten sind auch in der Top 10 Liste, deswegen sage ich es jetzt noch nicht, aber vielleicht im Nachhinein. Hookah in Popo, Onmo HMD obendrauf und wie gesagt, die Viro Verity auf einer Drop Spikes Clear von Cesar. Top 10. Wir starten los. Platz Nummer 10. Meine 10. liebste Virginia-Sorte. Das klingt gar nicht so gut, aber ist eigentlich ziemlich gut. So, und zwar bei mir umgefüllt in diese Dosen. Die sind übrigens von Müllmax. Annegret 750 Milliliter für ungefähr 400 bis 500 Gramm Tabak. Platz Nummer 10 in meiner Top 10 Virginia-Liste. Der Holster Bloody Punch. Der war früher zugegebenermaßen deutlich höher in meiner Liste. Das hat sich jetzt ein bisschen verschlechtert. Aber immer noch in der Top 10. Ich rauche ihn nicht mehr ganz so oft. Muss auch sagen, dass ich im Moment sehr viel Dark Blend rauche. Ich will das auch wieder ein kleines bisschen runterfahren. Aber Blutorange vom allerfeinsten. Sehr nices Ding. Platz Nummer 9. Der erste Fuck Your Life auf unserer Liste. Der Fuck Your Life Original Cola. Einfach eine Cola-Sorte. Wahlweise bei Fuck Your Life immer mit der normalen Hookahin Base oder der Hookahin Natural Base. Ich persönlich benutze meistens eher die Natural Base. Die ist ein kleines bisschen stärker vom Nikotin her und hat ein kleines bisschen mehr Grundtabakgeschmack. Ich mag es sehr gerne. Wenn ihr die schwächste Variante haben wollt vom Nikotin, dann nehmt die normale Hookahin Base. Wenn ihr sagt, nö, normale macht mir gar nichts, könnt ihr auch mal die Natural Base probieren. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und die Cola-Note vom Original Cola ist einfach für mich die beste Cola, die es aktuell auf dem Markt gibt. Punkt. Auf dem nächsten Platz, Platz Nummer 8, machen wir direkt weiter mit Fuck Your Life. Dieses Mal marokkanische Minze. Im Sommer war die noch deutlich weiter oben bei mir. Jetzt im Winter, muss ich sagen, habe ich irgendwie nicht so viel Minze geraucht. Und deswegen ist der auch ein paar Plätze nach unten gestiegen. Von der Frequenz, wie oft ich den so geraucht habe, die letzte Zeit, bisschen weniger geworden. Marokkanische Minze, aber trotzdem ein sauleckerer Tabak. Marokkanische Minze sagt das eigentlich schon, es geht so in die Richtung von einem marokkanischen Minztee. Das heißt, ihr habt eine geschmacklich sehr deutliche marokkanische Minze am Start. Ist aber nicht einfach nur diese kühle Minze. Es geht primär bei dem Tabak um den Geschmack. Er hat eine ganz leichte kühle Note. Ich würde aber nicht sagen, dass er euren Kopf kalt macht, sondern eher, dass da eine sehr frische Minze mit drin ist. So macht das mehr Sinn. Aber ebenfalls ein hervorragender Tabak von Fuck Your Life. Eine Tabaksorte, die neu auf meiner Top 10 Liste ist, aber jetzt schon mit mehreren Sorten drin ist, Loyal. Ein relativ günstiger Virginia-Tabak, vor allem im Vergleich. 200 Gramm kosten 19,90 Euro. Das ist mittlerweile leider sehr, sehr günstig. Es gibt ihn auch noch in 200 Gramm Dosen online und da habe ich mir den BEMA rausgesucht für meinen nächsten Platz. Bei Loyal ist das immer so, anhand der Namen kann man schon ganz gut erahnen, was es ist. BEMA steht für Beere und Mango und die Mangonote in dem Tabak finde ich mit am beeindruckendsten. Die Beeren, die da noch dabei sind, sind auch nice, aber die Mangonote aus dem Tabak ist super nice. Ebenfalls eine relativ neue Entdeckung für mich. Ich hatte den zwar schon mal reviewed und ich fand den auch gut, aber irgendwie ist der wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir. Und dann habe ich ihn irgendwann mal wieder ausgepackt, habe den mit reingemischt und fand den total nice. Der Aino Overload. Das ist ein, und da muss ich immer wieder nachgucken, Blackberry, Clementine, Mango und Zitrone-Tabak. Aber es ist eine sehr, sehr nice Mischung. Schön fruchtig frisch, kann man auch weiter noch sehr gut mixen, obwohl das ja schon 4 Flavor sind, die da drin sind. Ich würde sagen, am ehesten beschreibt man den als zitruslastigen Früchtemix mit einer leichten Frische. Aber auf jeden Fall sehr lecker. Mir schmeckt der auf jeden Fall sehr gut. Platz Nummer 5. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass das nicht der letzte Loyal war. Und ich kann noch mehr spoilern, das war immer noch nicht der letzte Loyal. Loyal Kir. Kirsche. Schlicht und ergreifend die beste Kirsche, die wir jemals auf einem Virginia-Tabak hatten. Nicht mehr und nicht weniger. Der nächste und letzte Loyal-Tabak auf unserer Liste ist der Kimatra. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich war auf jeden Fall krass überrascht, dass sich Loyal so schnell, so easy, so penetrant in meiner Top 10-Liste festgesetzt hat. Aber es ist einfach ein sehr solider Virginia-Tabak zu einem günstigen Preis mit leckeren Aromen und guten Mixsorten. Der Kimatra Kiwi Mango Traube, wieder die sehr nice Mango-Note am Start, jetzt aber noch mit einer guten Kiwi und noch einer Traube. Die Traube eher so im Hintergrund und deswegen mische ich den auch zum Beispiel noch sehr gerne mit Traube. Speaking of Traube, wir hatten noch gar keinen auf der Liste. Jedenfalls ein sehr leckerer Tabak, der Mix an sich gelungen, auch zum Purrauchen sehr gut geeignet, aber bei mir am meisten trotzdem noch in einem Mix mit einem guten Dark Blend mit dabei.
So, die nächste Sorte, willkommen zur Top 3, habe ich leider gerade nicht im Studio. Und ich muss sagen, ich verrate euch direkt Platz 2 und Platz 3. Und Platz 2 kann ich euch sogar zeigen. Und zwar habe ich den wieder hier in so einer schönen Annegret-Box. Das ist der Focke Life Traube Minze. Ich und Traube ist nicht auseinanderzudenken. Traube ist ein Grundpfeiler in meinem Shisha-Konsum. Und auch wenn ich aktuell so wenig Traube rauche wie noch nie, heißt das nicht, dass ich wenig Traube rauche. Wenn ich Traube rauche, bin ich jetzt dauerhaft im Zwiespalt zwischen Holster Grape 2 und Focke Life. Früher war es viel mehr Holster, aktuell ist es ein bisschen mehr Focke Life. Ich weiß nicht, wie sich die zwei noch verteilen, aber Holster Grape 2 habe ich mal auf Platz Nummer 3 gesetzt und Focke Life Traubenminze habe ich auf Platz Nummer 2 gesetzt. Aber wie gesagt, früher war der Holster auf Platz 1, jetzt ist er mal auf Platz 3 gerutscht, dafür ist der Focke Life auf Platz 2. Ich weiß nicht, wie die sich in Zukunft noch verhalten werden. Fakt ist, die beiden Traubensorten sind überragend. Holster Grape 2 mit dem Minzshot, wichtig, tut natürlich mittlerweile weh, 25 Euro und 2 Euro für den Shot, dann bist du bei 27 Euro, aber ist lecker. Jedenfalls der Holster Grape 2, eine sehr moderne und schön frische Traube. Ihr könnt natürlich selbst dosieren über den Minzshot, wie frisch der für euch sein soll. Ich mache immer den ganzen dran und dann ist der schön frisch. Eine sehr moderne, sehr frische Traube. Der Focke Life Traube Minze ist auf jeden Fall deutlich weniger minzig, deutlich weniger kalt und die Traubennote geht eher so in eine sehr klassische, weiße, säuerliche Traubenrichtung. Falls ihr noch von früher den Alfaja kennt oder auch den Alwaha, dann geht das eher in so eine Richtung. Das heißt, moderne Trauberaucher sollten wahrscheinlich eher zu dem Holster greifen und hingegen, wenn ihr sagt, ich mag eigentlich diese klassische Traubennote, dann solltet ihr eher zu dem Focke Life greifen. Und wie gesagt, bei mir ist im Moment ein bisschen mehr der Focke Life, aber ich weiß auch nicht, wann und wie oft sich das noch bei mir ändert. So, bevor wir zur Top 1 kommen, mein meistgerauchter, meistgeliebter Virginia Tabak. Noch ein Zug. Platz Nummer 1, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, weil er gefehlt hat bis jetzt und in den letzten Listen immer vertreten war. Fuck Your Life Zitrone Minze. Ich habe euch schon oft genug was über den Tabak erzählt. Es ist die beste Zitrone, die es auf dem Markt gibt. Mit einer leichten Minz- und frischen Note abgerundet. Einfach ein absolutes Brett, Freunde. Platz 1, wohlverdient für den Fuck Your Life Zitrone Minze. Kuss fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.